Oh, hallo und alle, die zugucken, herzlich willkommen zu einem Bissowski-Let's Play. Ich bin im TS, wie ihr hört, und es ist super geil. Ich fühle mich toll. Ich spiele Garry's Mod einfach so, just for fun. Ich muss in 15 den Minuten will ich weg. Auch haben. Scheißegal. So, ich mache jetzt einfach irgendwelche Scheiße, die jetzt einfach total geil ist und so, ne? Es ist ein Teamspeak mit Leuten, den er keine 3 Stunden, keine 2 Stunden kennt. Ist doch leider geil und super geil. Oh, leider das Spiel geil. Hängt, wieso? Oh ja. Bei mir hängt gerade mein Handy, das ist scheiße. Das ist super Los, scheiße. Suchen. Ich will, dass du die. Was? 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 Jetzt gib mal irgendeinen Namen an, bitte. Ich will einfach einen Namen wissen. Jetzt sagt mal einer irgendeinen Namen. Einfach irgendeinen. Genau. Annelore Kraft. Annelore. Annelore oder Hannelore? Egal, eins von beiden. Okay, ich mach jetzt mal einfach Hannelore. Welches Bundesland? Kraft. So, das ist jetzt der Stargate-Name. So, Adresse Hannelo. Okay, ich geh jetzt einfach mal irgendwo hin. Oh mein Gott, Gruselkasse, what the fuck, Alter? Nein! Wow. Don't do some shit anything this time. Ach du. This is fucking, Scheiße. Awesome. So, ja, ich bin jetzt irgendwo hingespawnt, ja, und drück jetzt einfach mal Hannelore auf dem fucking DHD ein. Oh, scheiße, wo ist das L? Jetzt helft mir doch, wo ist das L? Oh. Ja, ich hab's gefunden. R. Das R. Was heißt? Das R geht nicht! Warum geht das R geht nicht? R. John, was heißt bei dir vorglühen? Eine halbe Wodkaflasche. Das ist jetzt so glühen. Mann, das R geht nicht! Warum geht es nicht? Hannelore. Hannelore. Nein! Das Target schaltet sich ab. Wieso? Hannelore. Hallo? Wieso geht es nicht? Es rastet nicht ein. Wieso nicht? Ha. Boah, scheiße. Ich hasse das meistens. So, ich mache jetzt einfach mit dem langsamen Modus, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ja. Ha. Ah. Das R lässt sich nicht einrasten. Ach so. Warte, ich sende dir ein R. Soll ich dir ein R? Nein. Das R ist das siebte Chevron. Warte, ich muss das. Ah, Stargate wurde aktiviert. Es war Hannelo, ohne R. Ja, es funktioniert. Ich bin jetzt wieder zurück am Spawn. Oh, das R, das war das siebte Chef. Das ist Hannelore Kraft. Ah. Wer ist überhaupt Hannelore Kraft? Der ist in NRW, ja, ist ganz. Was? Also, falls ich irgendwann mal wieder zurück auf den Desktop kommen möchte, dann google ich das mal und stell's in die Beschreibung. Wer auch immer Hannelore Kraft ist, ist mir so scheißegal. So. Du weißt nicht, wer sie ist. Nein, ohne Witz, ich weiß nicht, wer sie ist. Wer ist Angela Merkel? Ja, das ist die Bundeskanzlerin. Das heißt Angelo Merkel. Angelo Merte. Angelo Merte. So, Standard Stargate mit DHD. Was? Ey, was willst du mit mir? So, Standard Raute. Er geht doch nicht. Seid doch nicht so böse zu mir.
böse, wir sind nur schadenfroh. Nein, seid nicht schadenfroh. Es kommt nicht jeden Tag vor. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ich so viel Alkohol konsumiere, bevor ich irgendwo hingehe. Es gibt tatsächlich Angelo Merte. Angelo Merte, was? Den gibt's echt. Angelo Merte? Ja, das ist doch dieser Komödiant, dieser Teddy. Oh, was? Oh. Ja, warte, ich muss das Stargate erstmal lokal machen. Lokal. So, also. Ja, Peer Steinbrück. Also, Hannelore Kraft ist jetzt lokal, so. Gerade. Hannelore Kraft ist jetzt lokal. Kraft euch Freude! Kraft euch Freude! Dieser Nuss wird jetzt gerommelt! Ist jetzt im Prinzip gemölzert, wie ihr sagt. Oder wollt ihr das totale Sieb? Wir wollen das totale Sieb! Du kannst mir sagen, du wirst der Kochhahn sein. Ich hab das. In- und aus. Das Stargate aktiviert und begebe mich nun nach Rommelland! Rommelland! Oh, scheiße, Mann! Trot? Ja? Das, was ich hier gerade im Teamspeak schreibe, ich so nett. URL http www.stupedia.org. Ja, warte. Warte. Das ist was, wo wir bei Angela Merkel waren, Leute. Guckt euch mal die Revolutionsmerkel an. Warte. Ich bin noch in-game. Ich weiß nicht, ob jetzt mein Aufnahmeprogramm überhaupt noch aufnimmt. Ist mir scheißegal. Ich mache jetzt einfach mal hier einen Screenshot von der Scheiße. Warte. Welche Software hast du mir gesagt wegen dem Streaming? Streaming? Oh. Ja. Also ich habe für die Streaming-Software einen Tipp bekommen, das nennt man Open Broadcast Software. Ist auch kostenlos und ist eigentlich ganz gut. Ah, nix! Ja, ich hab's gerade gefunden. Wo findest du die ganze Zeit? Dort? Das, was ich dir jetzt gesendet habe, ist der WMS. Ja, aber ich mach doch gerade keine Bildschirmaufnahme, Leute. Ich mache eine Ingame-Aufnahme. Ja, okay, ich beende jetzt einfach mal Gary's Mod, so, Punkt. So. So, einfach mal beenden, ne? So, beenden. Ja, Moment, ich muss jetzt einfach mal auf die Bildschirmaufnahme zurückgreifen. Moment. Ich leck dich so und ja. So, ich mache jetzt einfach Bildschirmaufnahme. Das dauert jetzt noch 3, 2, 1, ja, und dann nimmt die Bildschirmaufnahme auf. So, ich bin's auf meinem Desktop, auf meinem total coolen Hintergrund-Wallpaper. Legastnik. Kannst ja nicht sehen, ist schlecht. Ja, okay, jetzt gehen wir mal ein. Da muss auch Aus da rein, du verpasst was. So, hier habe ich die Revolutionsmerkel für alle, die diese Scheiße jetzt einfach mal mit ansehen. Ja, hier, enjoy and pop, ne? Was, Hannelore Kraft? Da haben wir die Hannelore Kraft, der Koalitionsvertrag. Welche Partei gehörten die an? NRW. Oh, nee, SPD. Moment, da geht man doch gerade mal auf eine andere Seite. Hier, und geh mal einfach mal Google ein. Oh Gott, ich gebe Gogo ein. Gogo. So, jetzt gehen wir einfach mal hier auf die Seite. Ja, die so weitaus interessanter, ja. Ah, nein! Nicht auf Ägypten. Hier so, npd.de. Oh. npd.de, ne? Europa wählt. Also, ich bin so einer, der wählt ja nicht, ne?
Deswegen wähle ich auch nicht die NPD, ne? Ich gehe einfach mal just for fun auf diese Seite da. Also, guckst du, was die so haben, ne? So, Personen für die NPD stehen, habe ich hier gerade, ne? Udo Pasteurs, Frank Franz, Patrick Wieschke. Oh, okay, das sind alles deutsche Namen, ne? Nee, nee, hier. Ronny Zasowsk. Macht bei der Nationalpartei Deutschland, ne? Ronny Zasowsk. Ist das nicht ein polnischer Name? Ja. Wisst ihr, was Udo Pasteur so sagt? Ihr müsst den mal googeln. Oh, ich geb mir gerade echt die Seite von denen. Oh, ich bin ja überhaupt nicht parteimäßig aktiv. Ne? Der Typ ist so. Jetzt gehen wir einfach mal auf die Seite von der FDP. Einfach mal so, just for fun. FDPD. F. Wer weiß genau nicht? Du? Du ich? Bist der einzige Volljährige hier gerade. Meint ihr jetzt mich? Ich bin der einzigste Volljährige hier. Ja. Boah. Na gut, dann befinden wir uns nun gerade auf der Seite der FDP. Die Liberalen, die so unglaublich toll sind, dass mir ihre Internetseite so unglaublich gut gefällt. Ja, ich weiß nicht wieso, aber sie gefällt mir so unglaublich gut, weil sie so blau-grün und blau-gelb ist. Oh Gott, das ist so toll. Oh. Oh. Gut, ich bin gekommen. Ihr dürft jetzt wieder reden. Ja, starke Wirtschaftsstadt. Was bedeutet FDP-Prozent? Was ist der Unterschied zwischen einem Manta und der FDP? Der Manta hat noch Sitze. Der Manta hat noch Band. Und beide fliegen tief. Moment. Ich schau mal nach der echten Bedeutung. Nur zur Info. LTM. Ich öffne jetzt gerade die Seite Eltern im Netz. Nicht Eltern im Netz. Doch, Eltern im Netz. Der erste Beitrag: Homo-Forscher Dr. Ulrich Brahm im Internet. Auf Spur des Homo-Gens. Homosexualität ist wissenschaftlich also noch wenig erforscht. Einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet ist der Homologe Dr. Ulrich Krams, 52, der sich voll und ganz den Kampf gegen Homosexualität gewinnt. Eltern im Netz hat mit dem Homo-Forscher gesprochen. Das stimmt mit dem Audio nicht. Scheißegal. Die Freie Demokratische Partie bedeutet FDP. Was stimmt mit dem Audio? Jetzt gehen wir einfach mal auf SPD. Normalerweise dachte ich immer, das heißt... Homo-Vorsage. Alter! Homo-Vorsage. So erkennen sie, ob ihr Sohn schwul ist. Wer einmal im Homo-Sumpf kommt nur selten wieder heraus. Umso wichtiger ist es, die Anzeichen einer drohenden Homosexualität frühzeitig zu erkennen, um den Ausbruch des Gay-Game zu verhindern. Ich hab gerade das Gay-Game hier online, ja. Oh, wie im Mittelalter. Das Gay-Game heißt bei mir nämlich die grüne Politik. er fängt an über Gay zu reden. Ich hab die grüne Politik. Naja, Schicksal. Ich hätte nichts dafür, dass das hier ein Beitrag bei Eltern im Netz ist. Komm, ich will jetzt hier über Jugend im... Was stand da? Also, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass bei Eltern im Netz... Oh, Autor Frank Tortoff. Philipp, Frank Tortoff. Ja. Hilfe, Jugend im Sexwahn. Hilfe, meine Tochter nimmt die Pille. Das Verhältnis zwischen Hedwig Priel und ihrer Tochter Ulrike, 17, hätte harmonischer nicht sein können. Bis Mutter Hedwig eines Tages durch Zufall entdecken muss, dass ihre Tochter die Pille nimmt. Sie steht schnell fest. So ein Teufelszeug kommt mir nicht raus und vertauscht das Medikament nämlich mit einem Abführmittel. Die 57 aus Schnackenberg bringen... Vor einem halben Jahr war noch alles in Ordnung. Ulrike, meine 17-jährige Tochter, war ein freundliches, aufgewecktes Mädchen, die Freunde hatte. Davon leider auch viele Jungen in ihrem Alter, mit denen einer jetzt ihr fester Freund ist. Obwohl ich eigentlich strikt dagegen bin, dass meine Tochter in so einem Alter schon einen Freund hat, erlaubte ich ihnen, sich hin und wieder zu treffen. Allerdings nur hier bei uns zu Hause und mit einer Regel, es wird nicht geknutscht. Doch alles änderte sich an diesem einen Tag Ende März. An dem Tag habe ich nämlich herausgefunden bzw. herausfinden müssen,
Ulrike, meine eigene Tochter, die Pille nimmt. Ja, liebe Eltern im Netzredaktion, wir haben richtig gelesen. Pille, Anti-Baby-Pille, Deutschlands Abtreibungsmittel Nummer 1. Abtreibung? Abtreibung? Als ich noch am selben Abend im Internet danach suchte, fand ich etliche Seiten, auf denen stand, dass die Pille vollkommen unbedenklich sein soll. Ich lasse mich aber nicht von den Aussagen dieser Vergewaltigungsbefürworter belügen. Ich habe meine eigenen Recherchen gemacht. Außerdem habe ich selber gesehen, dass dieses Teufels, was dieses Teufelszeug anrichten kann. Bei Vanessa, der 23-jährigen Tochter von meinen Nachbarn, Jörg und Antje. Als die vor einem knappen Jahr zum ersten Mal die Pille genommen hat, bekam sie einen fürchterlichen Ausschlag im Gesicht, an den Armen, überall. 3 Wochen hatte man sie im Krankenhaus behalten. Alter, wie lange geht das noch? Fuck off, das ist noch locker das 15-fache. Okay, Torb, guck dir mal an, was hier der Kram. Warte mal, hier steht was fett gedrucktes. Jahr für Jahr sinkt das Alter, in dem Jugendliche ihren ersten sexuellen Erfahrungen machen. Und damit steckt... Fuck, Alter, was ist das für ein Bild? Adolf Hitler scheißt die NPD aus. Was ist das, Mann? Wo kommt das her? Was ist da los? Was ist das denn für eine Scheiße? Lächerlicher Scheiße ist das, Mann. Aber du musst unbedingt bei Eltern im Netz gucken. Ach du meine. Ich verändere gerade hier meinen Desktop-Look und einfach so just for fun, ne? Weil ich gerade nichts zu tun habe, so hier nur. So, ja, also Leute, ich beende mal diese Aufnahme hier, ne? Halbe Stunde. Ja. Ja, aber ich muss doch gleich weg, Leute. Eltern im Netz, da könnte ich doch mal ein Kommentar, ein Commentary darüber lassen. Kennt ihr Julians Blog? Der hat über Eltern im Netz 1 oder 2 oder 3 Videos gemacht, ja? Ja. Und ich finde die so hammergeil. Darüber müsste man doch eigentlich mehr bringen. Da Julian eigentlich da momentan nichts damit zu tun hat, könnte ich doch eigentlich darüber urteilen, behindert diese Scheißdreckseite ist, ja, was die eigentlich für Mist verzapfen, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, beziehungsweise was richtig gay gehen, ja. Gay gehen. Na, wir werden dann mal schauen, dass wir auf dieser scheiß Website finden. Ja. Gut, kommen wir zum Schluss. Ich bin mal weg, Leute, und haut's da rein. Ja, gut, ich habe eigentlich nur die Aufnahme beendet.